Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Wir besprechen hier ein paar Sachen, und zwar geht es einmal um unser allgemeines Konzept, dadurch, dass ein paar neue Leute dazugekommen sind. Dann einmal ein paar Änderungen, die wir jetzt leider vornehmen mussten. Und dann einmal noch unsere Meinung zur WWE 2K22. Hallo Timothy. Hallo FW. Ja, wieder schön. Genau, und zwar zum Konzept. Würde ich jetzt einfach mal anfangen. Die meisten kennen es wahrscheinlich noch, aber es sind ein paar neue Leute dazugekommen. Und wir haben auch schon ein paar Fragen in den Kommentaren dazu gehabt. Und zwar ist das Konzept nach wie vor: er hat Raw, ich habe SmackDown. Jeder spielt im Universe Mode, macht seine Weekly. Pay-per-Views gibt es dann, wenn die WWE auch diesen Pay-Per-View hat, also wenn es im Real Life WrestleMania gibt, haben wir WrestleMania. Wenn es im Real Life Money in the Bank gibt, haben wir Money in the Bank. Und wir nehmen auch nur die aktuellen Superstars, weil unser Konzept einfach ist, mit dem, was die WWE hat, was Besseres draus zu machen, weil die Ursprungsidee damals, 2019, war, dass wir unzufrieden waren, wie die WWE das macht, und wir gesagt haben, so und so, das müsste man doch booken. Das könnten wir besser machen, oder wir waren der Meinung, dass wir es besser machen könnten. Und so ist das ja überhaupt erst entstanden. Weil viele auch geschrieben haben in den Kommentaren: ja, es sind doch Cesaro im Game, es ist doch Braun Strowman im Game, es ist doch Jeff Hardy im Game. Natürlich sind das alles Superstars, die wir extrem mögen, die wir auch ein bisschen in unser Herz geschlossen haben. Gerade bei Raw zum Beispiel. Braun Strowman war ja sehr erfolgreich. Aber es ist dann einfach nicht das Konzept, dass wir sagen: okay, wir nehmen jeden Superstar auf der Welt, jeden Wrestler auf der Welt, und fügen den mit ein, weil natürlich, so könnte man eine geile Show machen, aber unsere Idee ist es, das gibt es aktuell bei der WWE. Die WWE macht das draus. Wir denken, so und so wäre es besser, und versuchen das draus zu machen. Das So würde ich heißt, das, ja. genau, so würde ich grob das Konzept erklären Genau, oder das heißt es aber zusammenfassen. auch nicht, dass wir jetzt nur zum Beispiel für Raw die Raw Superstars nehmen dürfen und für SmackDown die SmackDown Superstars, ne? Also wir haben halt, wie ihr wahrscheinlich vom Draft gemerkt habt, wir haben viele NXT-Leute ins Hauptroster genommen, auch aus dem Grund heraus, dass wir keine Frauen-Division haben. Weil wir finden, auf die Anzahl der Frauen, die in diesem Game sind, nicht auch groß ausreichend sind und ein vernünftiges Frauen-Roster für zwei Shows aufzustellen. Weil, wie viel sind da drinne? 10, 20 Leute, verteilst du auf zwei Roster, dann hast du einen Tag Team-Titel, einen Haupttitel, musst dann halt mehrere Tag Teams haben, weil sonst macht es ja keinen Sinn für beide Shows. Und dann, wie willst du denn mit 10 Leuten, 10 Frauen pro Show zum Beispiel vier Titel gestalten und halt auch abwechslungsreich gestalten? Ich meine, wir sehen es selbst immer, wer wird der Champion? Charlotte Flair, Becky Lynch. Jedes Jahr dasselbe. Irgendwann ist es ausgelutscht. Dann kommt da mal irgendwann eine Bianca Belair dazwischen. Und dann kommt wieder eine Charlotte Flair, die wieder den Titel hat. Das. Wobei ich muss noch sagen, mein auch persönliches Problem ist einfach, Auch die Zeit. Die Zeit ja. ist auch ein Faktor bei uns, weil wir sind beide Vollzeit beschäftigt. Wir arbeiten beide 40 plus die Woche. Wir wohnen halt alleine. Dementsprechend haben wir auch einen Haushalt zu führen. Man will ja auch privat noch was unternehmen. Und das ist halt nach wie vor ein Hobby. Wir haben noch andere Hobbys. Privat was zocken. Ich mache noch gerne Sport oder sonst irgendwas. Ich Felix, mache auch sehr gerne Sport. zum Beispiel, du gehst ja auch ab und zu was skaten. Noch mit deinen Freunden aus der Umgebung. Das sind halt so Sachen, wenn wir halt sowas noch hinzufügen würden, würde halt komplett flach fallen. Uns geht aber nach wie vor das Privatleben vor YouTube, weswegen wir auch die Pause zum Beispiel gemacht haben, weil Ja, einfach. wobei ich auch noch sagen muss, also natürlich Zeit, und bei Frauen finde ich es auch ein bisschen schwer, eine Promo zu machen, weil ja, das ist auch nicht so mein Wir haben halt keine Kerngeschäft. femininen Stimmen, sagen wir es ganz einfach. Ja, das finde ich auch ein bisschen schwer Ja. umzusetzen. Also es gibt viele Faktoren, weswegen wir keine Frauen mit einnehmen. Aber das gehört auch noch Und zum Konzept. dementsprechend, also wundert euch nicht, dass wir jetzt viele NXT-Leute tun, wir haben auch NXT-UK-Leute, zum Beispiel Walter. Der war jetzt einmal, glaube ich, beim Main-Roster dabei. Das war bei Survivor Series. Oder Ja. halt rundherum um Survivor Series. Ansonsten wird er niemals bei der WWE, bei Raw oder SmackDown auftauchen, weil er keine Lust hat, in der USA zu wohnen. Ja. Ne? Dennoch, bei uns ist halt so, wir nutzen halt trotzdem, weil,
sonst würde zum Beispiel ein Riesenfaktor im Roster fehlen. Also ist halt wieder ein guter Wrestler, den wir einfach nicht benutzen würden. Aber man kann sagen, wir benutzen alle Leute, die bei WWE unter Vertrag stehen. Genau, das ist das. Oder halt auch, wir nutzen auch mal Legenden. Auch wenn es halt nicht bei der WWE als fungieren. Zum Beispiel, wenn man Goldberg nicht mehr hat, wir nehmen es zum Trotzen. Oder wenn Cena mal bei der WWE aktuell nicht in den Shows auftaucht, wir können ihn trotzdem nehmen. Aber wir werden keine Leute nehmen, zum Beispiel in Ruhestand gegangen sind. Sprich, der Undertaker ist jetzt weg bei uns. Bisher war der WWE immer wieder auftaucht. Also als General Manager könnte man zum Beispiel nehmen. Aber nicht im Match einbauen. Ja. Oder Steve Austin. Der ist jetzt General Manager bei SmackDown. Würde aber nicht bei uns in einem Match auftreten, weil er offiziell nicht mehr wrestelt. Ja. Sowas zum Beispiel. Also wir orientieren uns an der Realität, aber bauen halt unsere eigenen Storylines. Genau. Das ist so das grundlegende Programm. Genau, da würde ich sagen, ist das Konzept grundsätzlich erklärt. Da haben es auch alle theoretisch verstanden. Und ihr könnt ja noch Fragen in die Kommentare schicken, das beantworten wir auch so gut möglich, wie wir es können. Genau, und für einen gewissen Kommentarersteller nochmal, der sollte sich vielleicht nochmal ein bisschen mit der WWE im Allgemeinen beschäftigen, dann würde er auch wissen, was ein Draft ist. So, dann kommen wir noch zur Änderung, die wir leider am Konzept oder an der Show vornehmen mussten. Und zwar betrifft das das Thema Promos, weil so gut WWE 2K22 vielleicht auch sein mag, aber dazu kommen wir gleich noch, haben sie die Funktion rausgenommen, dass man Promos hält. Ich persönlich finde es aber ein bisschen schwer, eine Show zu machen, jede Woche eine Weekly und Stories aufzubauen, die uns auch länger verfolgen. Die wissen, dass wir auch teilweise Stories haben, die dann über ein halbes Jahr gehen oder über ein Dreivierteljahr gehen. Und da finde ich es schwer, eine Story aufzubauen, wenn man nur Matches spielt. Das und, Problem wie bei der WWE, dass man 500 Mal ein Match sieht. Genau. Und gerade mit Promos, finde ich, halt kann man auch dann wirklich ein bisschen tiefer in die Story eingehen oder generell eine Story aufbauen. Also mir persönlich würde es schwerfallen, nur eine Story aufzubauen mit nur Matches. Und deswegen müssen wir die Promos leider noch in WWE 2K20 machen. Ja. Also ihr werdet dann halt grafisch natürlich unterschiedlich sehen. Die Wrestler werden anders aussehen. Zum Beispiel deutlich bei einem Edge zum Beispiel. Ihr werdet sehen, der hat dann halt wieder seine komischen Augen, sein komisches Gesicht im Vergleich zum neuen. Er sieht auch nicht mehr, das ältere Gesicht. Er hat noch das Gesicht von, wo er 2011 noch gewrestelt hat. Die Outfits werden nicht hundertprozentig dieselben sein. Roman Reigns hat einen anderen Bart zum Beispiel und. Oder andere Wrestler sind halt frei erstellt von Leuten, die halt die Wrestler erstellt haben. Zum Beispiel Dexter Lumis, der war nicht bei 2K20 dabei. Wenn er jetzt eine Promo halten würde, würde er halt eine Promo in 2K20 halten. Sprich, er ist halt ein frei erstellter Charakter. Sieht halt wahrscheinlich dementsprechend nicht so gut aus wie in 2K22. Ja, ne? Aber das müssen wir leider machen, weil anders geht's nicht. Und auch von den Arenen. Also es gibt halt einen minimalen Unterschied bei Raw oder bei SmackDown. Ihr werdet es auch bei WrestleMania vielleicht sehen, weil da eine Promo gehalten wird. Dass da auch dann Unterschiede geben wird, ne, dass es da nicht zu hundertprozentig 1:1 ersetzbar ist, ist dann irgendwie klar, weil es ja auch von den Klamotten minimale Änderungen gibt und grafische Änderungen zu den beiden Spielen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr euch wundert, warum sehen die jetzt anders aus und sonst irgendwas. Das hat seinen Grund. Und das ist halt der Grund, weil es macht halt für uns, ist es halt einfacher und halt für die Zuschauer, denke ich mir, für euch ist es auch besser, wenn wir halt Promos einbauen, weil sonst ist halt wie bei der WWE, dass halt, sag ich mal, wenn Styles und Berner eine Rivalität haben, dass du halt dann bis zum ersten Pay-Per-View-Match schon das Match 5-mal gesehen hast und dann ist es eine Rivalität, die 3 Monate lang geht, hast du das Match 20-mal gesehen und denkst dir irgendwann nur noch, Alter, es reicht doch jetzt einfach mal. Ja, es gibt auch generell Stories, also auch wenn ich jetzt in die Vergangenheit blicke, es gibt Stories, die ich gemacht habe, die ich ohne Promo gar nicht hätte aufbauen können. Zum Beispiel Christian und Styles. Ja. Oder bei mir Team Edge gegen Team Flair. Team Rick Flair war nie in einem Match drin, doch einmal. Aber du kannst zwischen den beiden keine Rivalität aufbauen innerhalb über Matches, weil Rick Flair ein 70-jähriger Mann ist. Edge ist noch ein junger Hüpfer mit irgendwas mit 40. Dass da klar ist, wer gewinnen würde, ist
obvious, aber du musst ja irgendwie eine Ja. Spannung aufbauen. Ja, oder Christian war damals der General Manager. Ja. Klar, dass er kein Match in seiner eigenen Show hat. Und deswegen hat er sein erstes Match bei WrestleMania. Also, wie will man da mit Matches dann eine Story aufbauen? Geht halt einfach nicht. Und deswegen alles andere, Einzüge und Gameplay und sowas, das ist natürlich alles WWE 2K22. Das Einzige sind wirklich die Promos. Genau. Genau, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu unserer allgemeinen Meinung zu WWE 2K22, weil es vielleicht ein paar Leute interessiert. Kannst du gerade anfangen? Also, ist schwer zu sagen, ich finde Gameplay, also ich gehe jetzt einfach nur von dem aus, was wir brauchen. Weil ich persönlich spiele das Spiel jetzt nicht wegen dem GM-Boot und sowas, das ist Oder vielleicht. My Franchise. Ja, also manchen Leuten gefällt es, manchen nicht, das ist mir auch egal. Ich persönlich brauche es nicht. Ich rede jetzt wirklich nur von dem, wofür ich das Spiel brauche. Und das ist halt der Exhibition Mode und Multiplayer Mode, um ab und zu mal einfach aus Spaß mit jemand anderem zu spielen. Und natürlich hauptsächlich den Universe Mode. Und da muss ich halt einfach ganz ehrlich sagen, dass ich es da halt ein bisschen schwach finde, weil sich. Es hat sich nichts verbessert, es ist auch nichts gleich geblieben. Es hat sich einfach nur verschlechtert, indem halt Funktionen rausgenommen worden sind, wie zum Beispiel Promos. Ja, und das finde ich dann halt für 2 Jahre Entwicklung oder 1,5 Jahre Entwicklung ein bisschen schwach, weil ich hätte mir gewünscht, dass was verbessert wird. Wenn sie schon nichts verbessern, dann lasst es doch bitte wenigstens so, wie es ist. Aber nicht mal das ist geblieben, sondern es wird einfach verschlechtert. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Was natürlich auch noch ein großer Faktor für mich ist, ist das Gameplay. Das Gameplay, finde ich, ist in Ordnung. An manchen Sachen finde ich es aber auch ein bisschen blöd. Also es gibt Sachen, die mir gefallen, wie zum Beispiel dieses Hochheben haben sie gut gemacht, dass man einen dann auf den Kommentatorentisch werfen kann und sowas. Das ist ganz gut gemacht. Allerdings dieses ständige Greifen vor den Moves finde ich auch ein bisschen blöd. Und ja, es ist okay. Man muss damit einfach ein bisschen, glaube ich, sich einspielen und dann geht es auch. Das Gameplay ist in Ordnung. Ja, das Einzige, was mich halt wirklich stört, ist der Universe-Modus, muss ich persönlich sagen. Ich Ich glaube, weiß nicht. ich Wie sieht's bei? werde, also mein Review wird wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, weil ich halt ein bisschen noch mehr gespielt habe und ein bisschen den Modus angepasst habe. Also My Franchise ist halt so ein bisschen wie Supercards. Muss man einfach so sagen, ist halt die Frage, ob man das braucht im 2K22. Nochmal so ein ähnliches Spiel, also das geht halt, du hast halt Karten und das ist wie so Yu-Gi-Oh! Kannst du sagen. So. Du setzt halt Wrestler gegen Wrestler und der beste Wrestler gewinnt. Ist halt fraglich, ob man das halt braucht in so einem Spiel oder ob nicht 2K, also die Supercards reichen, das Game, das Handy, das Mobile Game. Showcase-Modus mit Rey Mysterio finde ich gut gemacht. Die Übergänge zwischen dem richtigen 10 von damals, also Real Life 10 und dem Spiel sind gut überschnitten. Man kriegt, ich würde auch jedem empfehlen, vielleicht das zu spielen, weil du kriegst da gute Einblicke in die Steuerung von 2K22. Apropos Steuerung. Ich finde, du hast halt mehr Variationen als in vorherigen Spielen, weil es halt umfangreicher ist. Wiederum ist halt die Frage, braucht man das für ein Wrestling-Spiel? Ich finde nämlich, durch diese Griffe ist es nicht mehr so flüssig. Du kannst nicht mehr einfach von hinten hingehen. Also mein Gefühl, ich weiß nicht, ob ich vielleicht dumm bin oder dass ich falsch, ob das falsch mache. Du kannst, wenn du von hinten angreifst und einen Griff machst, gibt es einfach nicht, kein Suplex. Du greifst den von hinten, drehst den um nach vorne. Und wenn du dann eine Attacke machst, dreht er sich wieder um und machst dann erst die Attacke. Also kommt mir das vor. Weiß ich, ob ich irgendwie was Ja, das falsch meinte ich mache. ja auch eben mit den Griffen, dass man ständig Griffe braucht, ne? Das macht halt, wenn man Wrestling anguckt, nicht vor jedem Move gehen diese Haltung, dass man einen Griff ausübt. Vor allen Dingen beide, auch der angegriffen wird, geht in diese Haltung. Ne? Das ist halt, finde ich, ein bisschen schwierig. Auch, dass man zum Beispiel, wenn man Springboard steht, dass man die linke, kleinere obere Schultertaste drücken muss und dann erst eine Attacke ausführen kann und nicht einfach am Ringseil steht und dann bei den jeweiligen Wrestlern, die halt Springboard-Attacken drauf haben, die Attacke dann ausführen können. Ne? Oder dass ist in-game-mäßig ein paar OMG-Momente rausgenommen worden sind, wie zum Beispiel, dass du nicht mit den Zuschauerbarrikaden ein Spear durchführen kannst, zum Beispiel. Oder die Zuschauerabsperrung. Das gibt's halt nicht mehr.
Das sind halt so Sachen, wo man denkt, okay, warum nimmt man das raus? Was halt gut ist, Steel Cage Matches dauern länger, Money in the Bank Matches dauern länger, ist aber ein bisschen schwierig gestaltet, weil die Leute zu schnell aufstehen. Oh, das habe ich noch vergessen. Also das gefällt mir wirklich gar nicht. Tag Team Matches, Money in the Bank Matches und so weiter. Ne? Sobald Also es mehr als drei Personen sind, sind die Ruhepausen zu klein. ja, Selbst wenn die zwei, drei Finisher gefressen haben und das Leben auf Minimum ist, du gibst den Finisher, die bleiben im Boden liegen, 5 Sekunden später stehen sie wieder auf. auch die Erholungszeit. Ich meine, wenn man mal ein Wrestling-Match gesehen hat, dann sieht, dass die Leute dann teilweise 2, 3 Minuten außerhalb vom Ring liegen. So lange muss es nicht sein, aber ich habe die Erholungszeit schon auf das Maximum gestellt. Die liegen da teilweise 20 Sekunden. Also es muss wirklich einer rausrollen. Genau dann musst du den Finisher machen und dann den Pin, weil wenn du eine Sekunde wartest, ist der Typ schon wieder im Ring, bevor du den Pin durchführen Ich werde kannst. Also das es ist. vielleicht auch bei WrestleMania bei Money in the Bank Match sehen, zum Beispiel. Dass Ja. das sehr schwierig ist, das da was hinzubekommen. Also, es war mein dritter, vierter Anlauf, dass es funktioniert hat, das Match, wie es haben wollte, dass der Richtige gewinnt. Ja, dann halt, es gibt immer noch Bugs. Ich hatte zum Beispiel einmal, vielleicht bin ich auch gleich ein noch im Video, dass einfach der Ring im Boden verschwunden ist. Die Verbindung war in den ersten 3 Tagen grottig. Also, wir sind nur noch rausgeflogen. Es war nicht mal möglich, überhaupt eine Lobby zu erstellen für ein Match, das wir dann spielen konnten. Teilweise stehen bei mehr als 1 gegen 1 Matches irgendein Wrestler einfach in der Ecke rum und macht nichts, bewegt sich aber nicht, bis du den dann schlägst. Dann macht er wieder was. Was gut ist, dass die Wrestler mittlerweile in Extreme Rules Matches auch von sich aus mal wieder, was wie sie auch in TK19 gemacht haben, sich Gegenstände holen, die benutzen. Das ist mal wieder schön geworden. Ja. Universe Mode ist eine Verschlechterung zu 2K20, wie Felix es ja auch schon gesagt hat. Keine Promos mehr, sonst ist es gleich geblieben. Nach wie vor ist 2K19, finde ich, der beste Universe Mode, den wir in den letzten Jahren hatten, weil du hattest Eingriffe, die konntest du einstellen, wie die eingreifen, nicht nur wann sie eingreifen. Und halt Promos. GM-Mode ist, finde ich, im Vergleich zu den alten GM-Modes einfach eine Blamage. Da haben sie wenig reingesteckt für diese 2 Jahre. Weil du hast kein Mid-Carder-Championship, du hast kein Tag-Team-Championship, du hast kein Frauen-Tag-Team-Championship, du hast ein sehr kleines Roster, du kannst nur 3 Matches in der Weekly ballern mit 2 Promos. Die Superstars sind super schnell ausgebaut. Also wenn du einen Champion hast, der präsent sein soll, funktioniert nicht. Weil er nach einem anständigen Match sagt, man hat ein Hell in a Cell Match, ein Hell in a Cell, am nächsten Tag bei Monday Night Raw, SmackDown oder NXT ist er am Arsch. Von seiner Ausdauer her. Und dann verletzt er sich. Was halt auch nicht in Real Life der Plan. Ich meine, ein Hell in a Cell Match gehabt, am Montag, bei Monday Night Raw waren sie schon wieder fit. Das ist auch nicht realitätsgetreu, finde ich jetzt. Beziehungsweise, wenn man so viel Ausdauer braucht, also Erholungszeit braucht für so ein Match, sollte man auch dementsprechend auch Erholungszeit bekommen für die Matches. Was gab es noch für einen Modus? Ich glaube, die wichtigen Modi haben wir eigentlich. Ja. Also, es gibt Funktionen hinzugekommen. My Rise soll ganz gut sein, habe ich schon nicht gespielt, muss ich sagen. Das ist, wo du so deinen eigenen Spieler, deinen eigenen Charakter erstellst, dann wieder hochpusht. Habe ich noch nicht gespielt. Muss ich sagen, soll ganz gut sein. Aber GM-Mode finde ich enttäuschend im Vergleich zu den vorigen von 2009, 8. Also bei SmackDown vs. War-Spiele, da gab es das und da war der besser. 14 Jahre später ist er schlechter geworden. Universe-Mode schlechter geworden, Exhibition-Modus. Ist auch gleich geblieben, keine neuen Matchups hinzugekommen. Die Patreons oder Videos erstellen funktioniert, ist ganz cool. Kleidung stellen halt wie immer, ist auch ganz cool. Was ich halt auch einen Bug habe, ist bei mir, wenn ich Custom Tag Teams erstelle, wie zum Beispiel Nemesis für den Universe Mode, dann ist die Custom
Der Custom-Einzug setzt sich nach jedes Mal, wenn ich den Universe Mode schließe, zurück. Ist auf den Standard erscheinen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit Nemesis fungieren will, muss ich vorher alles neu im Einzug und beim Sieg einstellen. Ja, bei mir ist das Ding, ich habe nicht herausgefunden, wo man die Namen von den Outfits bearbeiten kann, weil früher war das unter persönliche Information. Kannst du und kannst du nicht. Ja, kannst die heißen nicht. Jetzt alle gleich, die Outfits, aber wenn ich mir 5 Outfits für Seth Rollins erstelle, heißen die alle gleich, oder was? Ja, kannst du nicht. Du kannst nur die Namen ändern, wenn du das als alternative, nicht mehr als alternative Kleidung ändern willst. Ach so, ja moin. Ja. Weil früher konnte ich sagen, HS Styles schwarze Hose, HS Styles rote Hose, weil ich ja verschiedene Outfits für die Superstars hat. Ach so, ja gut, okay. Ich dachte schon, ich bin's blöd, das zu finden. Nö. Also, der größte Pluspunkt, muss man wirklich sagen, ist die Grafik. Ja, die Grafik, die finde ich sehr gut, das stimmt. Nö. Aber alles drumherum, Gameplay-Technik, wie gesagt, muss man sich schon gewöhnen. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass du halt vor allem diesen Eingriff machen musst. Wiederum finde ich es aber geil, dass du halt so viele Variationen hast, was das Gameplay angeht. GM-Mode, cool, dass sie ihn reingebaut haben, aber dafür ist er schwach. My Franchise ist halt Supercards auf dem PC oder auf der Konsole. Frag mich, ob man das einbauen muss. Showcase ist ein Modus, ist gut. Nicht so dieser Quatsch wie letztes Jahr mit diesem komischen Tower und diesem, was weiß ich da, Kram, den kein Mensch braucht, mit diesen komischen Fantasy-Welten im Vulkan oder was weiß ich, in der Wüste da. Ja. Ansonsten ist ja cool, dass sie die alten Wrestler noch drin haben, die auch nicht mehr bei WWE sind, aber noch im Spiel sind. Wie Cesaro, Strowman, da kann man halt für privaten Zweck oder Leute, die nicht so wie uns den Universe machen, verwenden. Ja. Sagen wir, es ist gemischt, man muss ja selbst entscheiden, was man haben will. Persönlich muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht für YouTube den Universe nehmen müsste, würde. Bräuchte ich keine Promos. Weil privat juckten die mich jetzt nicht. Muss ich sagen. Das ist halt für jeden das selbst die Entscheidung. Also es lohnt sich, lohnt sich 2K22 zu holen, mehr als 2K20, muss man sagen. Aber nach wie vor, wenn es rein um Spielspaß geht, wenn du die Grafik mal beiseite lässt, 2K19 würde ich immer noch bevorzugen. Ja, das stimmt. Was Funktion angeht und rund um Gameplay und Bugs. Also bei 2K9 habe ich wirklich überhaupt keinen Bug gehabt. Bei 2K20 war es bugfest. Und bei 2K22 habe ich es auch schon bisher Bugs gehabt, die man drüber wegsehen kann oder halt mit Zeitaufwendung beheben kann. Wie zum Beispiel Einzüge bei Tag Teams nochmal neu erstellen oder halt in einem Match zu dem Typ gehen, der halt dumm rumsteht und dem einfach auf die Fresse hauen. Dann ist es auch geregelt, aber jedem das seine. Ja. Ansonsten also gemischte Gefühle, kann man sagen. Gemischte Gefühle, ja. Hast du abschließend jetzt noch ein paar Worte oder willst du was hinzufügen? Oder? Nee, war eigentlich eine ausführliche Review. Dann danke fürs Zusehen. Von diesem kleinen Infovideo und viel Spaß dann in den kommenden Tagen bei WrestleMania.